Herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel der Störche am Sonntag um 13:30 Uhr bei Hannover 96. Begrüße Holstein-Trainer Ole Werner, ebenso wie die zugeschalteten Journalisten. Und wie gewohnt werfen wir zu Beginn einen Blick auf die personelle Situation. Wie gestaltet sich diese? Ja, vielen Dank und moin. Zur personellen Situation. Bekannterweise werden Johannes Vandenberg und Phil Neumann mit Sperre ausfallen. Darüber hinaus fehlt nach wie vor Marco Komenda, der jetzt zwar im Aufbautraining ist und auch heute schon mal wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen konnte, aber bei dem wir einfach sehr vorsichtig sein müssen, was den Aufbau angeht mit der Verletzung. Und ja, ansonsten sind erstmal alle Mann einsatzfähig. Dann kommen wir zu den Journalisten, die zugeschaltet sind. Wir starten mit Fabian Pede von Radio Schleswig-Holstein. Hallo Ole, erstmal moin in die Runde. Ole, 4 Spiele mittlerweile ohne Sieg, zwar mit Unentschieden dabei, letzte Woche ganz knapp wieder hinten raus gescheitert. Die Frage, lässt irgendwie die Konzentration hinten raus nach, woran liegt das? Und die zweite Frage darauf bezogen, wie sehr brennt es euch allein durch das Erlebnis der letzten Woche jetzt unter den Nägeln, jetzt endlich wieder einen Dreier zu holen? Ja, die zweite Frage beantworte ich mal vorneweg. Es brennt immer, was einen Dreier angeht, den unbedingt zu holen. Ich glaube, das ist uns auch anzumerken gewesen in den letzten Spielen. Das wird uns hoffentlich auch in Hannover wieder anzumerken sein. Es geht immer wieder von neuem los. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir einen guten Job machen, wenn wir an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen, dann auch eine Chance haben, dort 3 Punkte zu holen, so wie es in den letzten Wochen auch möglich gewesen wäre. Und ich glaube, die Konzentration in den letzten Minuten, dass das etwas ist, was uns dieses Jahr bislang eher ausgezeichnet hat, als dass es uns als Problem aufgefallen wäre. Wir haben von unseren 4 Führungen, die wir dieses Jahr hatten, 3 über die Zeit gebracht. Das ist so, wenn man sich das auch mal im Liga-Vergleich anguckt, relativ guter Wert. Und insofern sehe ich da jetzt erstmal kein grundsätzliches Problem. Dennoch war es natürlich sehr ärgerlich, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung, ein sehr gutes Heimspiel, das sich dann auch so mit dem zweiten Blick in der Analyse als das entpuppt hat, im Endeffekt in 5, 6 unaufmerksamen Minuten noch hergegeben haben. Das war sicherlich bitter, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein grundsätzliches Problem dieser Saison ist. Wie gesagt, da waren wir in den Schlussphasen eher stark, sehr kontrolliert und haben es eben halt auch geschafft, deutlich engere Spiele, gefühlt engere Spiele eben dann am Ende des Tages mit 3 Punkten zu beenden. Wir machen weiter mit Andreas Geidel vom Kicker. Ja, moin Ole. Wie immer personell natürlich, wo du gleich hundertprozentig darauf antworten wirst. Gehe ich völlig falsch bei dem personellen Engpass auf den defensiven Außenbahnen, dass Yannick den wahrscheinlich wieder nach links rücken wird. Und auf der rechten Seite wahrscheinlich, denke ich mir einfach mal so, Finn Vorrat und Alex Injorski die beiden ersten Anwärter sein dürften. Wahrscheinlich. Ja, also es sind halt wir haben im Endeffekt die beiden Positionen und das sind natürlich die 3 Jungs, die da erstmal für in Frage kommen. Sicherlich auch so, dass ein Simon Lorenz auch noch Außenverteidiger spielen kann, grundsätzlich ein Jonas Sterner, das bei uns zumindest mal in Testspielen auch schon gespielt hat. Insofern, ja, das sind die Leute, die für die Position in Frage kommen und da werden wir uns unseren Kopf zumachen, haben das natürlich auch schon in weiten Teilen getan, aber so wie du es gesagt hast, wir wollen uns da nicht in die Karten schauen lassen. Und dennoch hast du schon so die personellen Möglichkeiten, die wir haben, da ganz richtig wiedergegeben. Wie gesagt, mit den beiden Ergänzungen von meiner Seite. Wir machen weiter mit Marco Nehmer von den Kieler Nachrichten. Ja, moin in die Runde. Hallo Ole. Ein Blick auf den Gegner. Hannover hat in dieser Saison auch schon ansprechende Spiele gezeigt. Gegen Würzburg und Fürth war davon jetzt nicht so viel zu sehen. Ich habe vorhin die Pressekonferenz mir angeguckt aus Hannover. Da hat Kenan Kotschak beklagt, dass seine Mannschaft halt zu oft diese 2 Gesichter zeigt. Erschwert das so ein bisschen die Analyse des Gegners? Also dass zum Beispiel jetzt auch ein Auftritt wie gegen Würzburg die wahren Stärken, die dahinter zugrunde liegende Spielidee so ein bisschen überschattet? Oder könnt ihr das voneinander trennen in der Analyse? Ja, also wir können das in der Analyse trennen, auch deshalb, weil wir uns natürlich mehrere Spiele angucken, nicht nur das eine, sondern man sieht es dann eben eigentlich so, wie das denn der Kenan Kotschak wiedergegeben hat. So ist es uns natürlich auch aufgefallen, dass die Leistungen der Mannschaft dann auch teilweise zwischen Heim- und Auswärtsspiel sehr unterschiedlich sind.
Wir müssen aber immer davon ausgehen, dass der Gegner an dem Tag, an dem er gegen uns spielt, und so bereiten wir uns auf die Spiele vor, eben sein gutes Gesicht zeigt und eben halt auch an seine Leistungsgrenze kommt. Und ja, wir gucken uns mehrere Spiele an, uns ist das aufgefallen, und dennoch ist so das eher ein untergeordnetes Thema für uns. Es geht eigentlich viel mehr ja darum zu gucken, welche Dinge, auf die du dich auch vorbereiten kannst, auf die Form des Gegners an dem jeweiligen Tag kannst du dich nicht vorbereiten. Da musst du immer von der schwierigsten Aufgabe ausgehen. Ja, aber welche Dinge kannst du vorbereiten? Das sind eben gewisse Muster, wie eine Mannschaft sich auf dem Platz bewegt, welche Grundformation sie spielt, Verhaltensweisen einzelner Spieler. Und das ist ja in der Analyse viel mehr unser Fokus. Insofern ist uns das aufgefallen, aber es spielt für die Spielvorbereitung eigentlich eine eher untergeordnete Rolle. Dann kommt nochmal Fabian Pede von Radio Schleswig-Holstein an die Reihe. Wenn man Hannover hört, da denken viele, also tatsächlich ich, auch immer noch eher an die erste Liga. Also auch jetzt in der zweiten Liga denkt man, oh, das ist eine große Hausnummer, das ist ein großer Name. Was macht Hannover aus und wie müsst ihr die bespielen? Ja, ist immer noch ein großer Name. Das ist klar, ist auch von den Einzelspielern, die auf dem Platz stehen, mit Sicherheit eine Mannschaft, die auf vielen Positionen qualitativ einfach sehr, sehr gut besetzt ist. Und ja, du wirst an einer Leistungsgrenze spielen müssen. Gerade was die gegnerische Offensive angeht, sehr, sehr gut besetzt und auch ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel untereinander, wo es einfach darum geht, dass wir im Deckungsverbund hellwach sind in den 1-gegen-1-Duellen, dass wir auch immer wieder eine gute Kompaktheit herstellen, ganz egal auf welcher Höhe wir anlaufen, um uns gegenseitig unterstützen zu können. So, das wird entscheidend sein. Und im eigenen Ballbesitz ist es aber auch so, dass wir schon auch Räume erkannt haben, die für uns interessant sein können, sowohl im Umschaltspiel als halt auch im Spielaufbau. Und ja, da geht es dann halt auch darum, unsere eigenen Stärken im Ballbesitz eben gut zur Geltung zu bringen, so wie wir es gegen Heidenheim geschafft haben. Auch wenn die Räume jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen andere sein werden. Aber ja, das ist so was wir machen müssen. Gibt es weitere Fragen? Dann bitte ich nochmal um ein kurzes Handzeichen. Ja, Andreas Geidel vom Kicker. Ja, Ole, Hauke hat jetzt wegen seiner durchaus nachvollziehbaren Einlassung am Samstagabend gegen Heidenheim eine Strafe gekriegt in Höhe von 2.000 Euro. Gab es von Seite des Vereins oder von dir zumindest auch nochmal eine Ermahnung, vielleicht sich ein bisschen zurückzuhalten im Rahmen der öffentlichen Äußerungen? Oder sagst du, nee, das ist mir lieber so, dass einer mit seinen Gefühlen nicht zurückhält, weil dann zeigt das Wissen, wie intensiv er dabei gewesen ist. Ja, ich glaube, dass das außer jedem Zweifel steht, auch wenn er jetzt sich anders oder verhaltener geäußert hätte, dass er mit Feuereifer und mit allem, was er hat, dabei ist, vollkommen klar. Ich glaube, dazu hat Hauke auch nochmal im Nachgang alles gesagt. Ich glaube, man muss einfach wissen, in was für einer Situation dann solche Äußerungen dann auch kommen, nämlich direkt nach Spielschluss, wo man 90 sehr intensive Minuten hinter sich hat, wo der Körper die Psyche entsprechend belastet war. Und ja, es ist so, das war natürlich auch eine Situation, die habe ich ja direkt nach Spielschluss auch gesagt, diese Handregel ist nun mal irgendwo ein Zankapfel. Das siehst du jede Woche auf mehreren Sportplätzen. Und wenn du dann eben direkt nach Spielschluss ein Mikrofon vors Gesicht gehalten bekommst, dann ist es eben so gewesen, wie es gewesen ist. Und dazu ist alles gesagt. Hauke hat seinen Teil dazu im Nachgang nochmal gesagt. Die Strafe ist verhängt worden, wird so akzeptiert. Und insofern ja, geht's weiter. Nochmal Marco Nehmer von den Kieler Nachrichten. Ja, ich habe noch eine Frage, die jetzt nur bedingt mit dem Spiel zu tun hat. Es wird am Sonntag wie auf allen Plätzen eine Schweigeminute geben und ihr werdet mit Trauerflor auflaufen nach dem Tod von Maradona. Die ganze Fußballwelt hält ja in so einem Moment wirklich mal inne. Was bedeutet dieser Spieler für dich? Verbindest du irgendwas mit Maradona? Ja, also so wie alle anderen Fußballfans oder Leute, die sich mit Fußball beschäftigen, ja, verbindet einen natürlich eine ganze Menge mit Maradona, mit verschiedensten Erinnerungen aus den Spielen oder Tore kommen einem direkt im Kopf. Nicht nur ein, zwei, sondern irgendwie 5, 6, die, glaube ich, jeder Fußballfan auf der Welt kennt. Und ich glaube, das zeigt so, welche Bedeutung er natürlich für den Sport gehabt hat, den wir ausüben. Und im Endeffekt ist es
ja, traurig natürlich. Man muss auch sagen, so, ich habe das auch im Trainerteam gesagt, als wir dann die Nachricht gelesen haben. Das ist so im ersten Moment erstmal unvorstellbar, dass jemand, der so wichtig für das ist, was man selber mit Leidenschaft ausübt, dass der irgendwie jetzt so nicht mehr da ist. Ne? Also das ist ja erstmal komisch, und natürlich ist es so, dass das sehr traurig ist für alle, die den Fußball mögen. Und nochmal Fabian Pede von RSH. Augenschmunzeln gedacht, nach dem traurigen Thema jetzt. Am Sonntag ist erster Advent, da wird die erste Kerze angezündet. Wie machst du deine Spieler heiß, beziehungsweise wie heiß seid ihr? Wow, das ist ja mal hier, also A, eine gute Überleitung und anscheinend kreativ. Ja, ich glaube nicht, dass ich die großartig besonders heiß machen muss oder da jetzt mit dem den Adventskranz anzünden muss in der Kabine oder mit dem Storch reinkommen, sondern ich glaube, das ist allgemein schon so, dass wir uns auf dieses Spiel freuen, Auswärtsspiel bei Hannover 96. Wir wollen mal wieder einen Dreier einfahren, wir wollen von der Leistung an das anknüpfen, was wir jetzt speziell auch in den letzten beiden Spielen gegen Hamburg und Heidenheim gut gemacht haben, und ich glaube nicht, dass es da irgendeiner zusätzlichen Motivationsmaßnahme meinerseits bedarf, um dann nochmal die letzten Prozent rauszukitzeln. Ich glaube, die können wir auch so in so einem Auswärtsspiel ganz gut aus uns holen. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Dann, ja, danke für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Wir sehen uns dann am Sonntag zum heißen ersten Advent in Hannover. Tschüss!